Ja, mein Name ist Martina Bothe. Ich bin Leiterin der Abformtechnik an der HBK Braunschweig. Die Abformtechnik ist der freien Kunst zugeordnet, der Bildhauerei in der freien Kunst. Die Hauptaufgabe ist hier eigentlich, Formen auch herzustellen. Die Studierenden kommen mit ihren Ideen und ihren Projekten und ich zeige ihnen, wie sie diese Dinge umsetzen können. Und ich begleite dann diese Arbeiten von der Idee, über den Prozess bis zur Ausführung und zur Präsentation. Der Zeitaufwand, eine Form herzustellen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei Objekten, die kompliziert sind, kann sein, dass man mehrere Formteile braucht. Und für jedes Teil muss man eine extra Umrandung machen, aus Ton oder aus Plastilin. Und dann muss dieser Teil, der umrandet ist, ausgefüllt werden, bestrichen werden mit Silikon. Dann müssen da noch Schlösser angebracht werden an das Silikon. Und wenn das Silikon dann fest geworden ist, das ist beim normalen Silikon, was ich hier benutze, so ein Universalsilikon, dauert das 24 Stunden, bis das Silikon fest ist. Und danach kann man erst die Gipsstütze drauf machen. Das ist auch das, was Studierende halt oft unterschätzen, dass sie, wenn sie kommen und eine Arbeit machen wollen und die soll ein paar Tage später fertig sein, dann geht das nur mit bestimmten Art von Silikon oder mit einer bestimmten Art von Material. Das macht nicht jedes Material mit. Das Material stelle ich hier zum großen Teil zur Verfügung, das meiste schon. Manchmal haben Studierende extra Wünsche und wollen was Besonderes, was ich so in der Menge nicht besorgen kann, dann müssen sie das mitbringen. Ansonsten besorge ich Material und die Studierenden bekommen hinterher die Rechnung. Und wir versuchen ganz sparsam zu arbeiten, auch beim Silikon. Silikon nicht so, auch nicht massiv unbedingt zu gießen, sondern eher so aufzustreichen, damit man eine kleinere Menge Silikon braucht, als wenn man so massive Formen macht. Und dadurch spart man halt auch viel Geld und man braucht dann eben diese Stützformen dazu, die das Silikon festigen. Die Studierenden können sehr viel rumexperimentieren in der Werkstatt und viele Materialien kennenlernen. Ich zeige ihnen jede Menge Materialien, die ich habe, die sie anfassen können, die sie in Bezug setzen können zu ihren Arbeiten. Und dadurch, dass sie so verschiedene Arbeitsweisen kennenlernen, durch die Kurse, die ich gebe, Silikonkurse, Betonkurse, haben sie auch eine Vorstellung, in welche Richtung ihre Arbeiten gehen könnten, auch materialtechnisch gesehen. Und ich glaube, das macht den Kopf so ein bisschen frei, so dass man aus so einem Fundus schöpfen kann, wenn man verschiedene Ideen hat, dass man dann auch die verschiedenen Materialien sich dazu vorstellen kann und da sich nicht einschränkt, sondern einfach weiß, es sind viele Bereiche, die man noch austesten kann und dass man Sachen miteinander kombinieren kann, die sonst eigentlich gar nicht unbedingt zusammengehören oder man denkt, die gehören nicht zusammen und dass man da ein bisschen freier denkt und die Arbeit ein bisschen größer denkt und Vielfältigkeit eine große Rolle spielen kann. Man muss nicht mit 1000 Materialien arbeiten, aber man kann für sich Arbeitsmöglichkeiten und Dinge finden, die einem wichtig sind oder Dinge und Materialien finden, mit denen man das ausdrücken kann, was einem wichtig ist.